Hallo erstmal zusammen. Wir sind Annika und Leonie von der Klettergruppe von Pfeffersport und wir wollen heute mit euch ein bisschen Knoten üben und dann noch ein paar Koordinations- und Kraftübungen machen. Und ganz am Ende vom Video haben wir noch eine kleine Challenge für euch, wo ihr uns dann einmal noch am Ende schreiben oder mitteilen könnt, wie viel ihr denn da geschafft habt. Und als allererstes möchten wir euch noch sagen, was ihr braucht für dieses Video. Ihr braucht entweder eine Art Seil oder, wie Annika schon hat, ein Gürtel oder eine Schnur oder irgendein kleines Strick oder so. Und dann brauchen wir nachher noch ein paar Klorollen. Die könntet ihr dann jetzt holen und einfach kurz auf Pause drücken. Und ich fange jetzt mal an mit dem Knoten. Wir wollen heute jetzt den ersten Teil vom doppelten Achterknoten lernen bzw. wiederholen für die, die es schon wissen. Und dazu brauchen wir jetzt unser Seil. Und wir bilden jetzt mal eine Schlaufe mit dem Seil. Ja, wir bilden eine Schlaufe und da haben wir auf der einen Seite ein kurzes Ende und auf der anderen Seite ein langes Ende. Ja, und das kurze Ende wickeln wir jetzt einmal um diese Schlaufe rum und stechen durch die Schlaufe wieder durch. Wenn wir das Ganze jetzt festziehen, dann sieht das schon ein bisschen wie eine 8 aus. Ja? Das machen wir gleich nochmal. Wir machen es wieder auf. Bilden wieder die Schlaufe. Und jetzt können wir uns mal vorstellen, dass diese Schlaufe einen Baum darstellt. Und das kurze Ende ist jetzt ein Vögelchen. Und das Vögelchen fliegt einmal um den Baum rum und setzt sich auf den Baum drauf. Ja, wir ziehen es wieder fest und wir haben wieder eine super tolle 8. Ja. Und jetzt mache ich das noch einmal, so dass ihr das aus eurer Perspektive auch gut machen könnt. Ich drehe mich einmal um und zeige euch das einmal aus der Perspektive. Wir bilden wieder die Schlaufe mit dem kurzen Ende rechts, gehen einmal links rüber, hinten rum und stechen wieder in die Schlaufe rein. Ja, dann ziehen wir das Ganze fest und wir haben eine super tolle 8. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit unserer schönen Baumgeschichte. Wir bilden wieder den Baum, eine Schlaufe. Das Vögelchen fliegt einmal außen rum und setzt sich auf den Baum rauf. Ja, und wir haben wieder eine 8. So, das hat schon gut geklappt bei euch. Jetzt wollen wir es natürlich noch ein bisschen schwerer machen. Und jetzt wollen wir das Ganze einmal blind machen. Ja, mit geschlossenen Augen. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal alle unsere Schlaufe vor uns. Das dürfen wir schon machen. Und jetzt schließen wir einmal alle die Augen und machen das Ganze blind. Zack. Und wenn wir fertig sind, machen wir die Augen auf und gucken. Ich habe es richtig gemacht. Annika, sieht auch sehr gut aus. Ja, das Ganze können wir natürlich auch mit offenen Augen machen, aber wir müssen dann an die Decke gucken. Also wir bilden die Schlaufe, machen uns bereit, gucken nach oben und machen einmal die einfache 8. Zack. Und das sieht wieder super bei uns beiden aus. Perfekt. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr gerne schummelt, dass ihr euch eine Augenbinde auf die Augen macht. Ja, dass ihr dann nicht aus Versehen doch mal runterguckt. Aber ihr könnt natürlich auch mal runtergucken, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid und wenn ihr das noch nicht so oft gemacht habt. Okay? So, dann ist jetzt einmal Annika dran. Wir machen weiter mit ein paar Koordinationsübungen, um auch unser Gehirn in Schwung zu kriegen und uns auch ein bisschen anzustrengen. Und wir machen ein paar Hampelmänner bzw. Hampelfrau-Variationen. Und dabei beginnen wir erstmal mit der ganz normalen Variante, damit wir die alle sicher können. Das heißt, einfach immer beide zusammen, auseinander. Machen mal 10 Stück. Okay, sehr gut. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir wollen unsere Beine immer voreinander überkreuzen. Also einmal geht das rechte Bein vor das linke, wieder auseinander und das linke vor das rechte. Genau. Und wenn wir das können, dann nehmen wir die Arme wieder dazu. Wenn es zu schwer ist, dann könnt ihr die Arme auch einfach erstmal weglassen. Okay, sehr gut. Jetzt wollen wir noch eine Runde Skifahren gehen.
Und die Skiläuferin geht quasi so, wir machen statt die Beine zur Seite, gehen die Beine immer nach vorne und nach hinten. Das heißt einmal ein Bein nach vorne, anderes Bein nach hinten. Genau, und jetzt nehmen wir die Arme dazu. Das heißt immer diagonal, gegenüberliegend. Geht auch ein Arm nach vorne, ein Arm nach hinten. Genau. Ruhig ein bisschen schneller, wenn ihr könnt. Wie so eine Langläuferin. Geht. Sehr gut. Und jetzt wird es richtig schwierig. Jetzt wollen wir nämlich mit unserer unteren Körperhälfte, also mit den Beinen, wollen wir die Hampelfrau machen. Und mit den Armen machen wir aber weiter die Skiläuferin. Setzt ruhig nacheinander ein. Also Beine ganz normal. Und die Arme gehen nach vorne und zurück. Sehr gut. Und wenn ihr könnt, dann wechseln wir mal. Das heißt, die Beine gehen nach vorne und nach hinten. Und die Arme gehen nach oben. Und wechseln. Nice for life, ne? Und wechseln. Okay. Ich denke, das reicht erstmal. Ich bin nämlich auch ein bisschen außer Atem. Sehr gut. Ich hoffe, es war ein bisschen schwierig. Wenn nicht, dann machen wir nächstes Mal noch kompliziertere Sachen. Gut. Cool. Jetzt könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen was zu trinken holen, wenn ihr wollt. Und kurz ein bisschen entspannen. Weil jetzt wird es nochmal anstrengend, weil jetzt kommen noch ein paar Kraftübungen. Ja. Dafür brauchen wir jetzt schon mal eine Klorolle. Und wir legen uns mal auf den Bauch. Und jetzt strecken wir einmal die Arme nach vorne aus und nehmen sie in die Luft. Und die Beine auch. Und das ist jetzt schon mal die erste Übung. Und jetzt wollen wir es noch schwerer machen. Jetzt reichen wir die Klorolle nach hinten über den Körper. Und nach vorne. Und wieder nach hinten reichen. Und nach vorne. Und nochmal. Ja, und nicht absetzen die Beine und die Arme. Soll ja anstrengend sein. Und einmal in die andere Richtung. Und schön oben bleiben. Super. Das könnt ihr natürlich auch gerne noch öfters machen, wenn ihr wollt und es euch nicht zu anstrengend war. Als nächste Übung wollen wir jetzt Sit-Ups machen. Ja, die kennen die meisten von euch auch. Wir setzen uns auf den Po, können vielleicht auch unsere Füße fixieren. Jetzt nehmen wir die Arme an die Ohren. Und gehen immer leicht nach hinten und wieder zu den Knien nach vorne. Und das Ganze machen wir auch ungefähr 10 Mal. Und nicht den Kopf absetzen. Nacken bleibt immer in der Luft. Sehr gut. Das könnt ihr natürlich auch, wenn ihr wollt, noch mal ein paar Mal öfter machen. Wir machen jetzt aber noch als letzte Kraftübung Liegestütz. Das kennt, glaube ich, jeder von euch. Und da machen wir auch ungefähr 10 Stück. Ja? Einmal bereit machen und dann geht's los. So, super. Und jetzt kommt nochmal Annika mit unserer Challenge am Ende. Ja? Da müsst ihr nochmal gut zuhören. Genau. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir bei jedem Video, das wir für euch hochladen, am Ende eine kurze Aufgabe stellen, die man dann so oft üben kann, wie man möchte und auch mal zählen, wie oft oder wie gut man die schafft. Und die erste Aufgabe, die wir uns ausgedacht haben, dafür brauchen wir mindestens 2 Toilettenpapierrollen. Und die eine
liegt auf der anderen drauf. Wir halten die untere fest und versuchen, die obere in der Luft um 180 Grad zu drehen und dann wieder aufzufangen. Ich kann das auch nicht sehr gut, aber mit ein bisschen Übung wird man besser. Also ungefähr so. Versucht's einfach mal. Okay, vielleicht könnt ihr das auch einfach ein bisschen besser als wir. Man wird aber wirklich besser, wenn man übt. Also lasst euch nicht entmutigen. Und ich würde sagen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr das innerhalb von 30 Sekunden geschafft habt, dass der eine volle Drehung auf die andere Seite macht. Und wenn euch das viel zu einfach ist, weil ihr nicht so untalentiert seid wie Leonie und ich, dann könnt ihr das auch beidhändig machen. Mit 4 Rollen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich kann es nicht sehr gut. Wir sind gespannt, wie ihr unsere Übungen findet, wie oft ihr die Klopapierrollen flippen lassen könnt. Ihr könnt uns sonst auch einfach das notieren und uns dann, wenn wir uns hoffentlich bald wieder im Training sehen, auch da erzählen, wie oft ihr das geschafft habt. Ansonsten werden wir hoffentlich nächste Woche oder demnächst nochmal ein weiteres Video mit ein paar mehr Übungen für euch hochladen. Und wir sehen uns dann auf YouTube oder hoffentlich bald wieder in der Halle beim Klettern. Macht's gut. Tschüss.